Ach, hallo, da seid ihr ja. Willkommen bei uns im Berufskolleg hier in Nordrhein-Westfalen in Detmold. Ich hoffe, ihr werdet eine schöne Zeit haben und Glückwunsch auch, dass ihr überhaupt ausgewählt wurdet. Als erstes würde ich Sie gerne einladen auf einen kleinen Rundgang durch unsere Schule. Aber da wir gerade Corona-Probleme haben, ist es hier erforderlich, dass jeder auf dem Gelände eine Maske trägt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal ins Schulbüro. Bitte rechts laufen, weil wir den Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen einhalten müssen. So, das ist unser neues Büro, noch nicht so sehr alt. Und ach, da ist ja Frau Boruszewicz. Willkommen im Schulbüro. Schön, dass Sie da sind. Wir helfen Ihnen gerne bei Verwaltungsproblemen. Ja, ganz wichtig ist, dass Sie Ihre Formulare abgeben, vor allen Dingen auch die Dienstantrittserklärung. Und oh, da klingelt schon wieder das Telefon. Tut mir leid. Viel Erfolg hier. Ja, so ist das im Büro, wenn nicht so viele Leute hier arbeiten. Wir gehen mal weiter in den Bereich, wo die Fremdsprachen bei uns unterrichtet werden. Das ist dieser Flur hier. Wir haben Spanisch, Französisch und Englisch. Und ach, da ist ja Frau Deisberg auch am Unterrichten. Good morning, Miss Deisberg. I've got some language assistance here. Is that okay to come in? Any questions about the class? Yeah, summary writing, that's clear for everybody. Okay, so good. One summary or two summaries for? Actually, for each chapter, you write a short summary. Okay. So, welcome at Felix Fechenbach Berufskolleg. I'm very happy to say hello to you. It's always a pleasure to have a new language assistant here at our college. And I think the last 10 years I always had language assistants in my lessons. It was always a pleasure to work together with them and to have them in class as native speakers. Thank you so much, Karen. Alle Schüler haben bei uns Englischunterricht. So, wir gehen jetzt mal ins Lehrerzimmer, auch ein wichtiger Ort für alle Lehrer. Müssen wir hier durch die Küche durch, unsere industrielle Küche. Ja. Professor, Hallo hallo. Jürgen, das ist Jürgen Rabe, unser Küchenchef. Hallo. So, und hier geht's rein ins Lehrerzimmer. Da, wo wir alle unsere Postkästen haben, wenn wir also noch was per Papier bekommen, dann gucken wir da mal rein. Ihr werdet sicherlich in euren Schulen und hier bei uns sowieso so einfach auch bekommen. Und weiter runter zur Mensa. Ja, die Mensa ist der zentrale Ort und das Forum, der zentrale Ort für die Schüler, wo sie sich während der Pausen aufhalten können. Wir haben insgesamt 2.350 Schüler, sind aber nicht immer alle da. So, und weiter geht's in den Technologiebereich, hier Mechatronik. Morgen. Entschuldigung, danke. Ja, die ist hier fest am Arbeiten. Jo, und weiter. So, wo wir gerade hier sind, können wir auch gleich mal eben bei unserem Stundenplaner vorbeischauen. Ja, wo ist auch im Büro? Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns am Berufskolleg. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Andreas von Kapelle. Ich mache den Stundenplan für die Abteilung und natürlich auch für Sie. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Wünsche haben, ich bin ja jederzeit hier erreichbar, vor allem in den Pausen. Kommen Sie einfach zu mir. So, ich sehe gerade ja, 12 Stunden müssen Sie ja unterrichten. Diese 12 Stunden verplane ich dann. Und wie gesagt, wenn Sie Wünsche haben, bei welchen Kollegen Sie assistieren möchten, kommen Sie gerne zu mir und melden Sie sich, ja? Vielen Dank, Andreas. So, wir gehen mal weiter in die Holzabteilung. Wir haben hier bei uns an unserem Berufskolleg mehrere Abteilungen. Wir haben Elektrotechnik, wir haben Metalltechnik, wir haben Soziales, wir haben Nahrung und Hotelmanagement und wir haben unsere Holzabteilung, die wir uns auch mal eben kurz anschauen. Voll mit großen Maschinen. Und es riecht immer so schön nach Holz. Ja, und das Schmuckstück unserer Holzabteilung ist die Baudenkmalpflege. Hallo. Willkommen in der Moin. Holzabteilung.
gute Zeit hier. Jahrhunderte alte Fachwerkhäuser. Ja, und unsere Auszubildenden lernen, wie man so alte Bauten restauriert. So, wir sind am Ende unseres kleinen Rundgangs angekommen. Ich hoffe, es war interessant und es hat Spaß gemacht. Es wird in euren Schulen, wo ihr hinkommt, wird es sicherlich mindestens genauso interessant werden mit den vielen Berufen, die wir haben. Und alle brauchen Englischunterricht und alle werden sich freuen, wenn ihr da hinkommt. Wir sehen uns wieder zu der Einführungstagung, die ja virtuell sein wird. Zusammen mit meinem Kollegen Robert Demmel aus Dachau werden wir die Veranstaltung moderieren und freuen uns schon auf eure vielen Fragen, die ihr habt zu unserem Schulsystem. Ach, ich sehe, da kommt gerade unser Schulleiter, Herr Wilden. Der möchte auch noch kurz was sagen. Ich sage erstmal Tschüss und wir sehen uns dann bei der Einführungstagung. Vielen Dank, Norbert. Ja, ich will es mir auch nicht nehmen lassen, Sie haben Felix Flechenberg, Berufskolleg, herzlich zu begrüßen. Ja, ich bin der Schulleiter, mein Name ist Wolfgang Wilden und liebe Fremdsprachenassistenzkräfte, Sie als sind ja in einem internationalen Austausch und ich darf Sie herzlich hier am Felix Flechenberg Berufskolleg begrüßen. Beim internationalen Austausch geht es ja darum, dass Sie in einer ausländischen Bildungseinrichtung Fremdsprachenunterricht erteilen und da mitwirken. Sie erhalten da einen Einblick in das Bildungswesen und auch in die Unterrichtsmethoden, didaktisch-methodischen Inhalte, wie wir das hier machen. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, weil Sie gleichzeitig ja in dieser Praxisphase, die Sie hier haben, Ihre sprachlichen und methodisch-didaktischen Grundlagen erweitern können. Sie haben ja in diesem Programm auch die Möglichkeit, neben dem Unterricht auch in das Gespräch mit anderen Lehrkräften zu kommen. Und das ist für uns auch ganz wichtig, weil wir lernen ja auch Ihr Bildungssystem dadurch kennen. Und dieser Austausch ist, glaube ich, von besonderer Wichtigkeit bei der ganzen Geschichte. Sie beleben ja unser Schulleben auch hier. Das ist ganz wichtig. Und ja, Sie als junge, motivierte und landeskundliche Muttersprachler sind natürlich eine besondere Bereicherung für den Unterricht. Und wenn ich Sie hier begrüßen darf, würde ich mich besonders freuen. Wir haben da tolle Erfahrungen gemacht und es war uns jedes Mal wieder eine Freude. Und wir haben Sie immer sehr ungern auch gehen lassen. Aber es ist halt so. Irgendwann hat so eine Sache auch ein Ende. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie unsere Bildungseinrichtung besuchen würden. Vielen Dank. Gut.